Die geplante Kaffeepause von Nadja Stern und Florian Winter wird jetzt jäh von einem lebensgefährlichen Zwischenfall unterbrochen. Hi. Hi. Schon parat gemacht? Nee, das kann ja nicht sein. Schön. Alles paletti. Ich kann ja nicht den Eindruck vermitteln, dass das passiert. Oh, je, nee, wir kommen gleich wieder, ja? Ja, was denn? Gab wohl einen Unfall. Hallo? Junge Frau, alles gut? Hallo? Sollen wir machen? Wollen Sie sich bewegen oder lieber liegen bleiben? Au! Willst du mein RTW machen? Ah, ja. Aua, nicht hier. Nicht anfassen? Arnold für 1531. Wie heißen Sie? Nein, Lena, was ist denn passiert? Lena, meine Tochter! Au! Eventuell brauchen wir hier gleich einen RTW. Ich melde mich aber nochmal. Einmal Fahrrad-PKW. Ich bin mit meinem Fahrrad gestürzt. Sind Sie gegen die Fahrertüre gefahren, als sie plötzlich aufgegangen ist? Oder fuhr das Auto? Ich habe nur so eine Hand gesehen. Hä, aber hier war doch gar keiner. Ich habe auch keinen gesehen. Wir sind ja gerade hierher gefahren. Ist aber warm. Ja. Das kann doch nicht sein. Wollen Sie vielleicht mal aufstehen? Können Sie aufstehen? Soll ich Ihnen mal die andere Hand? Die ist ein bisschen... Hm. Ist denn hier keiner? Ist aber genau hier mit der Türe. Also so wie es jetzt aussieht vom Schadensbild her, sind Sie wirklich von hier gekommen und gegen die geöffnete Türe gefahren. Kann das sein, dass die offen war und Sie haben nicht nach vorne geguckt oder hat die jemand aufgerissen und ist weggegangen? Nee, ich habe nur gesehen, wie jemand die aufgerissen hat und dann bin ich auch schon... Oh, zeigen Sie mal, Ihr Gesicht sieht auch gar nicht so gut aus. Drehen Sie mal Ihren Kopf ein bisschen. Ja, also ein RTW haben wir schon gerufen. Ihr Knie sieht auch, naja, nicht so richtig gut aus. Aber so bewegen können Sie an sich schon alles. Geht schon. Guck mal auf den Beifahrersitz. Was ist da? Ein Riesenteddy. Kennen Sie das Auto? Ich meine, Sie sind ja täglich hier. Nee, sagt mir jetzt nichts. Was haben wir hier? Rosen. Rosenverkäufer oder eher Rosenkavalier? Ich lasse den mal haltertechnisch durchlaufen. Das ist eine sehr gute Idee. Nur Arnold Nummer 51531. Augenscheinlich hat die Dame jetzt erstmal so Kratzer. Wir gucken mal, ob wir gleich noch den RTW brauchen. Jedenfalls machst du mir mal bitte einen Kennzeichenhalter. Als erste Möglichkeit haben wir natürlich die Halterabfrage, die wir hier auch genutzt haben. Da können wir feststellen, auf welche Person das Fahrzeug zugelassen ist. Das bedeutet natürlich nicht direkt, dass der Halter auch zugleich der Fahrer war. Das kann natürlich jemand aus dem Familien- oder Freundeskreis oder jemand ganz anderes gewesen sein. Wir haben die Möglichkeit, dann zu recherchieren, ob eventuell diese Person, sprich der Halter, mit näheren Informationen in unserem internen System einliegt. Das heißt, dass vielleicht eine Telefonnummer hinterlegt ist. Und das nutzen wir natürlich erstmal alles, ob unter dieser Telefonnummer jemand erreicht werden kann. Harald Pöniert, wir versuchen, den zu ermitteln. Das ist von der jungen Dame hier, ne? Sollen wir noch mal fragen, ob die irgendwie mit dem Namen was anfangen können? Während sich die 39-jährige Imbissbudenbetreiberin um ihre verletzte Tochter kümmert, treffen Nadja Stern und Florian Winter auf einen extrem schreckhaften Bauarbeiter. Was ist denn da überhaupt passiert? Dürfen wir Sie noch mal ganz kurz stören? Oh, was ist denn mit Ihrem Rätsel? Was ist denn jetzt los? Wieso erschrecken Sie sich denn so? Ja, ich habe gar nicht mit Ihnen gerechnet. Ja. Oh, Mann. Ich kann doch jetzt essen. Ich wollte das meinen geht Kollegen noch. Die 3-Sekunden-Regel. Guck mal, die können Sie auch noch retten. Darf ich ganz kurz fragen? Ich wollte meinen Kollegen ein paar Brezel bringen von der Baustelle. Oh, sind zu Fuß hier. Was ist denn hier passiert? Was ist denn? Wir müssen ja nicht alles wissen. Warum ne? fragen Sie mich denn, ob ich zu Fuß hier bin? Interessiert mich nur mal. Zu Fuß hingehen? Doch, aber also. Sie haben vielleicht auch, wenn Sie als Fußgänger hier unterwegs waren, vielleicht irgendwas mitgekriegt. Von was? Von einem Verkehrsunfall? Nö, ich wollte für meine Kollegen, wir haben jetzt Mittagspause, ein paar Brezel holen. Also die Baustelle fußläufig entfernt von hier? Ja, ja, klar. Ich habe hier kein Auto stehen. Es steht ja keins außer diese Imbissbude, hätte ich bald gesagt. Ja, Harry. Ganz kurz, haben Sie irgendwie gesehen, ob ein Herr oder eine Dame ein Auto gefahren hat? Oder also da noch jemand drin saß? Mit Ihnen rede ich gerade gar nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es ein Mann war, aber ich bin nicht sicher. Ich habe nichts gesehen. Und beim Aussteigen auch gar nichts gesehen? Oder von der Kleidung vielleicht irgendwas? Männlich, weiblich? Nur einen Arm. Ein Arm? Ja. Und was war mit dem Arm? War da irgendwas Auffälliges? Ich habe den nur ganz kurz gesehen. Also ich würde jetzt gerne weitergehen. Wie lange haben Sie sich denn hier schon aufgehalten? Weil Sie standen jetzt quasi gerade hier, das war jetzt ein paar zwei Minuten. Wie heißen Sie denn richtig? Harry? Harry Tönnies heiße ich. Dann ist ja eine ganz andere Sachlage, dann kennen wir uns ja schon. Zumindest kennen wir Ihr Auto. Ich persönlich kenne Sie nicht. Doch, gucken Sie mal hin, steht Ihr Auto. Ist das Ihr Fahrzeug, was da steht? Das ist mein
Deswegen das kennen wir sie. Ja, das fällt Ihnen jetzt erst auf. Das ist mein Fall. Aber hä? Wieso sitzen da? Einmal eine andere Farbe, oder? Wir sitzen oder? Da im Beifahrersitz, ist das? Ein Teddy. Teddybär? Hm, auf der Rückbank liegen Rosen, Pralinen. Das ist aber nicht von mir. Herr Tönnies, wir mögen was das nicht Sie so gerne. Hier unterstellen? Wir mögen das nicht so gerne, wenn wir veräppelt werden. Das ist ganz komisch. Ja, ne? Ihr Auto steht da, plötzlich stehen Sie hier, Sie sind der Halter. Ja, ich bin aber zu Fuß hier hingekommen. Ich habe das Motor Auto nicht hingebracht. Wer hat willst Zugriff? Du mal gucken, ob er einen Schlüssel dabei hat? Ja, haben Sie Taschen? Oder legen Sie mal die Brezeln da hin, können Sie den Inhalt der Taschen mal leer machen. Ach, hier, ganz unten. Da habe ich das, mein Haben Sie jetzt doch zufällig dabei? Ja, das ist mein Autoschlüssel. Und dann sagen Sie, Sie sind nicht mit dem Wagen gekommen. Gut, den dürfen Sie einem abgeben. Ja, ich habe den dabei, falls irgendwas mal ist oder Führerschein so. Führerschein haben Sie aber. Ja, ja, klar. Ja, ja, ist ja klar, ist dann nicht. Kommen Sie mal bitte mit zum Auto. Ja. Ja, nachdem wir den Halter des PKWs jetzt hier auch an der Bude festgestellt haben, war es für mich eigentlich schon relativ klar, dass er der auch der Fahrer gewesen sein muss und sich dann vom Unfallort entfernt hat, sich hier hingestellt hat, um eventuell ja, das Fahren des PKWs zu verheimlichen, dass es dann nachher ganz anders kommen sollte. Konnte keiner mit rechnen. Also es ist auf jeden Fall mein Auto, definitiv. Ja. Ja. Sehen Sie, Mädel voll gegen die Türe gefahren, Türe stand auf, jemand hat die Türe aufgerissen, Mädel fährt dagegen und ist dementsprechend ja, ich so verletzt. War das nicht. Wollen Sie mir das jetzt unterstellen? Nein, ich war es nicht. Ja gut, das ist aber schon naheliegend, dass Sie es waren, ne? Ja, Sie haben Schlüssel, Sie stehen da, hier ist Ihr Auto, der Motor ist warm. Sie können auf die Baustelle meine Kollegen fragen. Ich war das wirklich nicht. Mann! Den Chef werde ich auf jeden Fall gleich haben. Ach du liebe Güte. Fiete! Was machst du denn da drin? Wie ist geht's das? Dir gut? Fiete ist das. Wer ist das? Den kennen das ist mein Stiefsohn. Kommen Sie mal raus. Stiefsohn? Ja, Fiete, geht's dir gut? Brauchst du einen Arzt? Kommen Sie mal ein Stückchen. Geben oh ein nein, Stückchen der Junge hat Asthma. Oh. Fiete, was machst du da drin? Haben Sie, er hat Asthma? Wo haben ja, Sie Ihr Asthma-Spray? Haben Sie ein Spray dabei? Ich brauche eigentlich dringend ein Spray, wenn der so einen Anfall hat. Gucken Sie mal, Sie haben hier einen Rucksack. Ich habe meine Hosentasche in deinem Rucksack. Na, guck mal hier. Bitte. Haben wir auch den Sag Schlüssel mal. Vom Auto. Was ist denn passiert? Wie kommst du denn da hier. Rein? Ich habe kurz gedacht, Sie haben ihn da eingesperrt, aber Sie Nein. haben auch einen Schlüssel. Oh Gott, ich würde doch meinen eigenen Sohn nicht da einsperren. Jetzt hören Sie aber auf. Also geht besser. Geht's wieder? Fiete, Mensch. Was Wieso habe ich du einen Sinn? Schlüssel bei Ihnen im Rucksack gefunden? Zum Autofahren. Sie sind wie alt? 18. Und einen Führerschein haben Sie auch? Nee. Nee, da war schon wirklich alle Fahrstunden. Ich wollte doch nur. Ich ist kurz vor der Prüfung. Also ich brauchte halt ein Auto. Ich habe den Teddybär gekauft. Ich wollte Sie überraschen. Wen? Sibylle. Sibylle wolltest du überraschen. Mich? Ich kann seit Tagen an nichts dann anderes mehr denken. Ich weiß dann auch nicht, was dann ich nimmst du das für eine Auto Scheiße mache. Sie wissen aber schon noch, was passiert ist eben, dass sie die Türe hier aufgerissen haben und ein junges Mädchen zu Fall gekommen ist, ist mit dem Fahrrad voll gegen die Tür gefahren. Bitte, was machst du? Haben sie mitgekriegt, ne? Oder haben Sie es gar nicht mitgeschnitten? Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was... Wie sind Sie denn im Kofferraum gelandet? Gucken Sie mal, da fallen sogar schön die Rosen runter. Du kannst doch... Wie sind Sie im Kofferraum gelandet? Ja, ich wollte mich natürlich verstecken, nachdem sie sich verletzt hat. Oh Mann, ey. Wussten Sie einfach flüchten, jemanden liegen lassen, der verletzt ist? Wussten Sie, dass es die Tochter von der Sibylle ist? Noch nie gesehen, keine Ahnung. Okay, nur noch mal zu meinem Verständnis. Sie wollten die Dame eigentlich hier überraschen mit ja, Pralinen und Rosen das heißt, und du hast einen Teddy? Verliebt. Ja, ich war beim letzten Mal, habe ich mir was zu essen geholt, da habe ich mich verliebt in sie. Das Peter, ging, musst du doch nicht sowas machen. Also, wir haben so mehrere Sachen. Erstens, Sie fahren ohne Führerschein mit dem Wagen, begehen hier einen Verkehrsunfall oder es kommt zu einem Verkehrsunfall und dann helfen Sie noch nicht mal der jungen Frau, die hier am Boden liegt. Das ist natürlich auch nicht so richtig, ne? Ja, er steht ja kurz vor der Führerscheinprüfung. Er hat ja, eigentlich jetzt, alle Sie, Fahrstunden tun Sie mir einen Gefallen, sind ein bisschen anstrengend. Wir haben es verstanden, er hat alle Fahrstunden geschafft, aber trotzdem, wenn er keinen Führerschein hat, darf er kein Auto fahren. Ich wusste halt einfach nicht, ich habe gedacht, ich muss irgendwo hin. Ich hatte Angst, dass ich bestraft werde. Liebe ist ja schön und gut, aber auf jeden Fall nicht so auf diesem Weg. Wenn man Scheiße baut, muss man dann auf jeden Fall auch dafür gerade stehen und vor allem helfen. Gott sei Dank war sie jetzt ja nicht so schlimm verletzt. Aber stellen Sie vor, sie wäre ohnmächtig gewesen. Ja.
Wollen Sie denn auch irgendwie, ich weiß nicht, was Ihre Meinung dazu ist? Also ich meine, ich fühle mich zwar geschmeichelt, aber ich bin seit Jahren vergeben, glücklich vergeben. Und was hast du denn dazu? Ich meine, du bist verletzt. Das ist total verrückt einfach nur. Ich meine, man kann doch keinen Verletzten liegen lassen. Also ich meine, Unfall bauen einerseits, aber man muss erste Hilfe leisten in so einem Fall. Ja, gut. Also Krankenwagen, denke ich mal, brauchen wir erstmal nicht mehr. Gehen Sie selber zum Arzt nachher? Ja. Ja, okay. Dann gehen Sie doch ruhig schon mal rüber. Fiete Tönnies war frisch verliebt, wollte eine Frau umgarnen und hat sich da was ganz Tolles einfallen lassen. Rosen gekauft, ein Teddy, ein paar Pralinen. Erstmal alles schön und gut. Dass es dann zum Verkehrsunfall kommt, dafür kann er ja im Endeffekt schon was, aber er wollte das ja nicht. Das passiert, dann kommt die Polizei, nimmt das auf. Das ist alles nicht so dramatisch. Der Frau ging es ja auch nicht so schlecht. Aber dann sich vom Unfallort zu entfernen und natürlich keinen Führerschein zu haben, wenn man mit einem Fahrzeug fährt, das ist sehr, sehr verwerflich. Das Gericht hat den 18-Jährigen für die Führerscheinprüfung gesperrt. Erst im nächsten Jahr kann er eine Zulassung beantragen.